Ja, und die Schwammabenteuer, die Sumpfabenteuer in Eternal da gehen weiter. Diesmal mit der pinkhaarigen, mit der grauhaarigen und mit dem Typ. Also gut, dann los geht's, los geht's, los geht's und Fische hauen, Fische hauen, Fische hauen, Fische hauen, Fische hauen, Fische hauen. Snowporn. Okay. Ich weiß, es bringt rein gar nichts, aber trotzdem. Einhornhorn! Ja, das war der Einhornhorn-Tanz. Performed bei Klaves. Oh, und der Fisch glitzert, wenn er zuschlägt. Oh, ich habe einfach mal random geblockt. Es war viel zu früh. Ich möchte hinter den laufen, einfach nur weil ich es kann. Magma Pillar! Irgendwie wird Klaves so total desinteressiert wie im Bild. Heile Leute, los! Wie? Ich dachte, sie halt mehrere. Das war mal ein voller Reinfall. Ich mag sie jetzt schon nicht. Und warum läuft hier immer noch Retto rum, wenn er gar nicht in der Gruppe ist? Der bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit. Die anderen Charaktere sind auch Models. Dann sollen die da angezeigt werden. Immer der auf Platz 1. Dann könnte ich mal auch mal Mädels angucken, nicht da und nur den. Hat der Flügel auf seinen Schuhen? Nee, das ist Metall. Oh, ein pinker Pilz. Der sieht aus, als würde hier überhaupt nicht hingehören, so von der Szenerie her. Obwohl, okay, vergesst, das sind noch andere bunte Pilze. Hinein ins Getümmel! Yeah. Ah, stimmt, Klaves war auch die, die sich nur eine Strapse leisten kann. Oh, der lebt ja noch. Ist sie so clever und heilt sich selber? Auf Englisch klingt es ja total geil. Unicorn Horn. Voll geil. Aber sie kann nur andere heilen, sie ist noch bescheuerter. Unicorn Horn. Scheiße, das wollte ich gar nicht machen. Egal, jetzt nochmal. Unicorn Horn. Oh nein, ich muss diese Folge Unicorn Horn nennen. Hoffentlich denke ich noch dran, wenn ich dann das Video auf YouTube reinstelle. Oh mein Gott, Unicorn Horn. Eigentlich wollte ich dann da unten in den Schatten reinlaufen und gucken, was sie da kann. Aber, meh. Okay. Ja, das wäre, der Kampf war großartig. Ist Level 19. Und da, ja, 20. Und was zum Teufel, ist das, soll das eine Trompete darstellen? Ja, ich glaube, es soll eine Trompete darstellen. Oder eigentlich müsste es ein Saxophon sein, weil der heißt ja Jazz. Das würde am meisten Sinn machen. So, und du kommst jetzt, ach, nicht auswählen. Du kommst jetzt da runter und, ja, so. Kann ja gar nichts. Unicorn Horn. Sie kann nicht heilen, sie kann nicht gescheit zuschlagen. Ich glaube, Masoka, Viola, Salsa, das wäre so das Team und schon wieder renne ich in den Nahkampf. Das wäre so das Team, das ich momentan am ehesten brauchen könnte, glaube ich. Ich möchte mal, dass er jetzt was in Licht macht. Einfach nur so. Oh, da ist ja gar nichts mehr. Voll von Arsch, aber ich habe ja genug Zeit. Ich meine, es wäre nicht, das könnten die irgendwas tun jetzt. Oh, wie pisst sie aussieht. Boah, ich bin so böse. Ja, hör auf zu labern, hau ihn einfach. Steht da, bla 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 bla. Das ist wie bei welchem? Ah ja, genau, bei Sailor Moon. Ich weiß nicht, ob meine Zuschauer vielleicht zu jung sind. Ihr kennt bestimmt Sailor Moon, ne? So ein Anime, ja, so uralt. Da haben die immer so ewig lang sich verwandelt. Also kamen so Gegner und dann so, oh, wir verwandeln uns jetzt irgendwie so eine Minute lang von unserem kleinen Schulmädchenuniform in noch freizügigere Uniform und irgendwie so eine Minute lang. Und keine Ahnung, warum hauen die einfach nicht in der Zeit einfach tot, während die ja so in der Luft schweben und leuchten? Und selbe hier, sie steht voll im Gegner. Ich sag meinen Text, sag meinen Text, sag meinen Text, sag meinen Text. Oh, ich bin tot. Und warum kämpfe ich jetzt gegen den Fisch? Ich sollte aufhören, welches Zeug von Schulmädchenröcken zu erzählen, während ich laufe. Das irritiert mich zu sehr. Okay, bleib stehen und schieß jetzt. Wir sind viel zu nah dran. Wieso? Sie macht zwar einfach mal 2000 Schaden mit jedem Schuss. Ist vielleicht der neue Bogen einfach so pornös gut?
Oh, Schattentiefe. Es hätte irgendeinen Beieffekt gehabt, aber ich habe ihn. Grandioserweise bin ich ihm entgangen, weil ich so drauf hab und Dings, ja. Da können wir jetzt mal einen Schaden. Oh ja, natürlich, jetzt steht da ein Licht. Wenn ich jetzt einen Flächenschaden brauchen würde, na egal. Alter Schwede, der haut ja wirklich zu mit seiner Trompet-Saxophon-Klinge. Traxophon. Sompete. Auch egal. Sag mal, leben in diesem Wald nur zwei Spezien oder was? Die im Grunde auch nur eine sind. Okay, jetzt haben wir das Test. Hier habe ich vorher immer so... Oh, na also. Jetzt habe ich genau zwei Treffer gelandet. Das war einmal das... Er könnte auch Magma Pillow sagen, was dann das Magma-Kissen wäre. Warum drücke ich auf Y? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Ach, ich heile jetzt zwar. Ich hätte auch einfach stehen bleiben können und Summer heilen, aber nee. Ich möchte dem Fisch, aka Krabbe, aka Fisch, auch eine Chance lassen. Oh, zu früh. Ich habe sein Muster unterschätzt. Da war mehr Mix-Up drin, als ich erwartet hätte. So, und jetzt machen wir den Snowporn, um den Gegner noch zu gefrieren. Fischstäbchen für uns. So. Ich bekomme so viele Items, ich weiß gar nicht, wo mit den ganzen Items. Benutzt die ja nie. Oh, ein Speicherpunkt wäre mal voll super. Ach nö, ich habe keinen Bock auf dich. Oh, wie breit der ist. Mein Gott, okay. Reicht eine Welle für einen Fisch? Reicht eine Welle? Reicht sie? Reicht sie? Wird reichen? Komm, die wird reichen. Oh, ja, wie sie gereicht hat. Hier, schauen wir, ob diesen kleinen Fisch jetzt treffen. Ja, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 5. Und alles geblockt. Alles geblockt. Das ist nicht geblockt. Das Wasser aus dem Boden ist die beste Technik gegen Jazz. Oh, jetzt ist er böse. Jetzt ist er richtig böse. Und sompete ihn zum Tode. Ja, 12.000. Oh, da. Wen mache ich? Wen mache ich? Machen den da. Es reicht. Ach, gut, es reicht nicht, wollte ich schon sagen, aber. Oh, ich will auch nur einen Speicherpunkt irgendwann mal wieder haben. Sonst wird es mit dem Cut bald mal kritisch. Oh, da ist einer! Spielstand speichern, yeah. Nee, bonk. Es kommt bestimmt ein Boss. Das sieht schon so aus. Oh, ein Pfad zu einem großen Tor. Aber vielleicht noch kein Boss. Ich habe mich getäuscht. Dö. Es kommt eine Sequenz. Dann bin ich ruhig. Und es ist keine Sequenz, es ist nur ein Ich stelle das Gebiet vor Ding. Es ist wahrscheinlich dieses Gasthaus, wo der Jazz hin wollte. Cantabile Gasthaus. Habe ich wahrscheinlich jetzt komplett falsch ausgesprochen das Wort. Oder vielleicht auch Cantabile? Cantabile? I'm really worn out. That's the inn we told you about. We've only ever been here once before, and that was quite a long time ago. I'm glad to see it's still here. Hey, it's already pretty late. Let's just stay here for the night. Good idea. We'll set out again tomorrow morning. But for tonight, let's get some rest. My lord, the Kabasa Bridge has fallen. It appears Tuba fell to his death along with the others. That useless fool. He wasn't satisfied taking his own life. He had to kill the guardian of a Gogo forest, too. What shall we do, my lord? Oh well, all we need to do is find the glowing Agogos. This just proves how worthless Tuba really was. I feel more sorry for the bridge. After all, it had to support that behemoth's weight.
really like the feel of this place a lot. It has the same smell as the place where I live. Are the goats that you left behind going to be all right? Yeah, I'm sure they'll be completely fine. I mean, when I left them, they weren't fenced in or anything. And those goats are pretty smart, too. I'm sure they are. But no matter how smart they might be, I doubt they could guess the reason their master hasn't come back yet. It's because she fell into a river. You're probably right about that. Oh, are you out for some air too, Allegretto? This area gets kind of cool at night, so it's nice. What's bothering you, Allegretto? I know what it is. I bet you're thinking about Polka, right? What's the matter? I've been thinking about this for a while now. The people that attacked us? I get the feeling they thought we were part of Andantino. Huh? I see the whole group has arrived. Hey, he looks like someone in authority around here. You're right, he does. Let's go ask him if he can get us an audience with Count Waltz. Hold it. We already know all about your plan. Let's keep this very simple. Don't resist us, and none of you will get hurt. You have a point. No matter what they might say about Count Waltz, even he wouldn't give orders to kill ordinary citizens who are just coming to visit him. Exactly. That guy sounded like he knew that someone was supposed to be showing up at that time, and he was waiting for them. Jazz, it sounds like you might have an information leak. What? Yeah, it's possible you've got a spy working in your group. But Claves and Falsetto are the only ones who knew about that mission. That would mean. Es war die Pinkhaarige, ganz bestimmt. Und schon gemerkt, Masurka heißt Falsetta, oder so Englisch auf Englisch. So, wir speichern jetzt hier irgendwo, da gibt es bestimmt einen Speicherpunkt. Und ich sage einfach mal, die Pinkhaarige ist die Spionin, allein darum, weil sie eine Attacke hat, die Einhornhorn heißt. Und weil ich sie nicht mag. So, wir speichern hier, das war's. Für heute mit Eternal Sonata. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Freude daran und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann weiterreisen auf der Suche nach Polka und dem Rest. Bis dann, bye bye.